Jetzt ist Zeit für den zweiten Redner und ich würde Professor Dr. Dirk Helbing auf die Bühne bitten. Ja, Herr Helbing ist sozusagen technischer Selbstversorger. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das gestartet kriegen. Aber das sollte ja unter Informatikern kein Problem sein. Gut, Herr Helbing ist zu uns gekommen von der ETH in Zürich, also aus der Schweiz. Und ich habe so ein bisschen mir Ihre Biografie angeschaut und habe gesehen, Sie haben mal zu Laola-Wellen geforscht. Was ist denn da in aller Welt passiert? Na, insgesamt habe ich mich sehr interessiert für Selbstorganisation in Menschenmengen und kollektive Phänomene, also wie sich Leute gegenseitig anstecken in ihrem Verhalten, später auch Meinungsbildung und dergleichen, Fußgängermengen, Verkehrsstaus, das sind alles Themen, die mich interessiert haben, Spieltheorie, dann kognitive Agenten, was heißt, man simuliert letzten Endes Menschen im Computer, natürlich sehr vereinfacht noch, aber Sie werden sehen, wie man das alles führen kann, wenn man nur genügend Geld hat. Ja. Meinen Sie denn, dass bei unseren Zuhörern die Selbstorganisationskraft so groß ist, dass sie das hinkriegen, eine Laola-Welle für die Wissenschaft mal zu machen? Wollen wir das mal probieren? Also bitte alle die Arme nach vorne, oder so ein bisschen wackeln. Und wenn ich dann die Arme nach oben reise, dann beginnen Sie und dann muss es dann nach drüben laufen. Achtung! Laola! Wunderbar! Gut, wunderbar! Ein Applaus für das Publikum! Ja, bei Ihnen geht es ja, also das Thema setzt im Grunde nochmal eins drauf zu eben. Also eben war es die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Jetzt ist es ein neues Kapitel in der Menschheitsgeschichte. Es geht darum, Entscheidungen auch besser zu machen durch Expertensysteme. Es wurde eben schon das Stichwort Kreativität geliefert. Aber wenn jetzt alle Entscheidungen perfekt sind und alles immer funktioniert in der Zukunft, verlieren wir dann wirklich Kreativität und auch die Möglichkeit, was Neues entstehen zu lassen? Das ist in der Tat die Gefahr, dass wir zu bequem werden und am Ende uns bevormunden lassen von diesem künstlichen Intelligenzsystem. Ja? Wenn wir uns gar nicht mehr anstrengen müssen, den Weg zu finden, Informationen zu finden, auszuwerten, dann benutzen wir unser Gehirn auf jeden Fall auf andere Art und Weise. Und wir werden auch sehen, dass tatsächlich die reale Gefahr besteht, dass uns die Entscheidungsfreiräume genommen werden. Und deswegen muss man sehr aufpassen, wenn man diese künstlichen Intelligenzsysteme einsetzt. Ich bin natürlich ein großer Fan davon, keine Frage, Schlüsseltechnologie, aber es gibt natürlich auch Gefahr. Gut, also ich bin gespannt auf Ihren Vortrag und starte Ihre 15 Minuten, das ist leider noch gar nicht automatisiert und daher mal so ein bisschen eine Herausforderung. Aber die Uhr läuft, bitteschön, Professor Dr. Dirk Helbing. Ja, lassen Sie uns in ein neues Kapitel der Menschheitsgeschichte einsteigen. Wir leben in einem Big Data-Zeitalter. Innerhalb von nur einer Minute produzieren wir 700.000 Google-Anfragen, 500.000 Facebook-Posts, wir bewegen uns, wir gehen shoppen, all das produziert Daten, Big Data. Und das hat tatsächlich viele Leute zum Fantasieren gebracht. Die Hoffnung war, wenn man nur genügend Daten hat, dann erklärt sich die Welt quasi von ganz alleine, die Wahrheit enthüllt sich und es braucht gar keine Wissenschaft und keine Theorie mehr. Und man hat sich also gefragt, können wir jetzt alles wissen, wenn wir nur genügend Daten hätten, gottgleich quasi. Und man hat angefangen, so viele Daten wie möglich zu sammeln, das kennen Sie ja seit Snowden. Und dann hat man allerdings so viele Daten, dass man die ja gar nicht mehr alle so ohne weiteres verarbeiten kann. Das heißt, man braucht Hilfsmittel, Tools und in diesem Zusammenhang ist die künstliche Intelligenz enorm wichtig. Und die entwickelt sich in einem rasanten Tempo, wie wir jetzt gerade gehört haben. Man hat vor einigen Jahren noch gesagt, das dauert etwa bis 2040, bis wir superintelligente Systeme haben, die also schlauer sind als Menschen. In der Zwischenzeit sagt man, das ist in 5, 4 oder 3 Jahren soweit. Ja? Militär hat das vielleicht schon. Jedenfalls wissen wir, dass Computer die besseren Schachspieler sind und jetzt auch in den sehr schwierigen strategischen Spielen die Weltmeister geschlagen hat. Und darüber hinaus ist es so, dass es jetzt künstliche Intelligenzsysteme gibt, die muss man gar nicht anlernen. Die lernen das selber, die spielen gegen sich selber und werden immer besser, bis sie unschlagbar sind. Und dieses System,
Das hat neulich auch innerhalb von 4 Stunden gelernt, Schach zu spielen, besser als jeder andere. Ja? Soweit ist es also gekommen und auch die Roboter werden natürlich immer schlauer und immer fähiger. Die lernen im Grunde genommen in 0, nichts, sobald ein anderer Roboter etwas gelernt hat in der Welt, sind über eine Cloud miteinander verbunden, die müssen nicht erst lange die Schulbank drücken. Und das heißt, wir erleben hier eine Roboter-Evolution. Roboter können natürlich auch andere Roboter bauen und sogar bessere Roboter. Und das heißt, es wächst uns Konkurrenz. Sie können sich gut vorstellen, dass damit so etwas wie ein perfekter Sturm entsteht. Innerhalb von kürzester Zeit haben wir jetzt ganz viele neue digitale Technologien gesehen. Also Cloud Computing, Big Data, künstliche Intelligenz, Cognitive Computing, Robotik und dann 3D-Drucker, Blockchain-Technologie, Virtual Reality, Internet der Dinge, Quantum Computing. Jede von diesen Technologien kann Businessmodelle, ganze ökonomische Sektoren, Institutionen durcheinander wirbeln. Die Kombination davon jedoch wird alles verändern, wie wir unsere Wirtschaft und Gesellschaft organisieren. Und wir ahnen das schon, plötzlich gibt es Airbnb und die besitzen gar keine Hotels und Betten, aber sie verkaufen die meisten Übernachtungen. Plötzlich gibt es Bitcoin, die Banken zittern, plötzlich kann man 3D-Drucker bauen, die Häuser innerhalb von einem einzigen Tag erstellen können für $10.000. Ja? Man kann 72-stöckige Hotels, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, innerhalb von 3 Wochen bauen. Wir haben jetzt diese selbstfahrenden Fahrzeuge von Google und von vielen anderen Unternehmen. Deutschen Automobilhersteller können das natürlich auch. Aber in gewisser Weise ist der Schneid abgekauft worden. Jetzt haben wir Uber Transport as a Service. Tesla stellt elektrische Fahrzeuge her. Das sind neue Firmen, die in alte Märkte eindringen. Und das heißt, es wirbelt letztendlich die Wirtschaft durcheinander, aber nicht nur das. Wir schreiten in eine völlig neue Welt. Und mit der Digitalisierung 1.0 der ersten Phase haben wir plötzlich eine neue Art von Geld, das sind nämlich Daten. Daten ist das neue Öl, wie man sagt. Und in der Tat, die wertvollsten Unternehmen sind heutzutage Technologieunternehmen, nicht mehr Erdölunternehmen. Wir haben eine neue Ökonomie, die nennt sich Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, die knappste Ressource ist unsere Aufmerksamkeit und unsere Aufmerksamkeitssekunden werden versteigert. Ja? Dann haben wir ein neues Rechtssystem, das im Grunde genommen am Bundestag und an Gerichten vorbeiläuft. Das nennt sich Code is Law. Das heißt, die Algorithmen bestimmen, was möglich ist und was nicht. Und damit die Programmierer, die es herstellen, beziehungsweise einige wenige Unternehmen, die festlegen, wie die Systeme funktionieren sollen. Und wir haben im Grunde genommen ein neues politisches System. Klar, Politiker wollen wirksamer regieren, wer würde das nicht wollen? Und in der Tat ist man mit neuen Ideen dahergekommen, nennt sich Nudging, das Anstupsen mit kleinen Informationsanreizen. Da werden wir sozusagen in bestimmte Richtungen gestoßen und damit versucht man, die Gesellschaft jetzt zu ordnen. Das heißt, man behauptet, wir würden uns falsch verhalten, wir würden zu viel Fleisch essen, die Umwelt schädigen und was weiß ich noch alles. Das muss korrigiert werden, wird dann behauptet und die Politik kümmert sich drum. In der Tat, wir haben jetzt gerade die Koalitionsvereinbarung. Das letzte Mal wurde dieses Nudging eben tatsächlich ins Programm geschrieben und es kam dann dieses Heft heraus für gute Verbraucherpolitik sorgen. Verbraucher und Verbraucherinnen im Alltag abholen, das sind also Sie, das heißt, man dringt jetzt in Ihren Alltag ein, um Ihre Fehlentscheidungen zu korrigieren, dass Sie Daumenregeln anwenden und so weiter und dass Sie sich an Freunden orientieren, dass Sie nicht ausschließlich nach dem größtmöglichen ökonomischen Nutzen trachten und dass Sie auch uneigennützig handeln. Man wundert sich dann schon, was man da für korrekturbedürftig hält. Ja? Darum gibt es natürlich jetzt ziemlich viel Kritik. Aber wie funktioniert das überhaupt? Ihr Verhalten, Ihre Entscheidungen, Meinungen, Gefühle zu beeinflussen. Ja, das funktioniert auch mit Big Data, mit persönlichen Daten. Also die Daten, die heimlich über Sie gesammelt worden sind, all diese Klicks, die Sie machen im Internet, werden im Grunde genommen aufgezeichnet und noch viel mehr.
Und damit kann man ihre Persönlichkeit rekonstruieren. Ja, es gibt eine Plattform, die nennt sich Crystal Knows, und die behauptet, die Persönlichkeit von Ihnen allen zu kennen. Ja, und jeder kann sie einsehen, das ist also hoch detailliert, welche Eigenschaften Personen haben und wie sie so ihren Tag verbringen und über die Woche hinweg. Ja, das ist das, was man kostenlos einsehen kann. Natürlich, wenn Sie Geld zahlen würden oder zum Geheimdienst gehörten, wissen Sie noch viel, viel mehr. Nun, der Punkt ist, das menschliche Gehirn verbraucht nur 100 Watt. Das ist also extrem effizient. Der Nachteil ist, es hat eben auch Schwächen, es kann ausgetrickst werden. Es gibt also einige Biases, mit denen man uns austricksen und manipulieren kann. Die sind sozusagen alle vermessen worden und man hat gelernt, wie man die nutzen kann, vollautomatisiert. Ja? Das heißt, nun gibt es technologische Systeme, die kennen Sie besser als Ihre Freundinnen und Freunde und Ihre Eltern und können Sie natürlich noch viel besser manipulieren als diese. Und Sie merken das gar nicht. Das wird mit Personalisierung von Informationen gemacht, das heißt genau auf Sie zugeschnitten, das fühlt sich ganz passfähig an und Sie denken, das war Ihre Idee, aber das ist Ihnen im Grunde genommen nur geschickt runtergeschoben worden und führt letzten Endes zu einer Art Gleichschaltung. Dazu kann man es zumindest nutzen und das ist nicht alles, sondern darüber hinaus, weil es eben doch nicht perfekt funktioniert, denkt man auch nach über solche Dinge wie den sogenannten Citizen Score, der in China schon ausprobiert wird. Das heißt, da wird alles, was man tut und lässt, mit Plus- und Minuspunkten versehen. Ja, gehen Sie bei Rot über die Straße, Minuspunkte. Haben Sie falsche Freunde, Minuspunkte. Lesen Sie kritische Nachrichten, Minuspunkte. Zahlen Sie Ihren Kredit später, Minuspunkte. Ja. Der Gesamtpunktestand entscheidet aber dann darüber, wie viel Sie für Ihren Kredit bezahlen müssen, welche Jobs Sie bekommen, in welche Länder Sie reisen dürfen. Also das verwandelt im Grunde genommen selbstentscheidende, eigenverantwortliche Bürgerinnen und Bürger in Untertanen. Das ist technologischer Totalitarismus. Und es geht eigentlich so weit, dass sich Leute fragen, sind wir jetzt nicht alle letzten Endes zu einem Superorganismus verbunden und braucht dieser Superorganismus nicht so eine Art Superhirn, das uns alle steuert? Und wie könnte man uns dazu bringen, dass wir tatsächlich dem folgen? Naja, es bräuchte so etwas wie einen superintelligenten AI-Gott, der alles besser weiß und der uns im Grunde genommen neue 10 Gebote oder was auch immer Gesetze, Regeln vorschreibt und die müssen Sie einhalten, akzeptieren. In der Tat ist künstliche Intelligenz schon als Religion angemeldet worden und es gibt Leute, die daran arbeiten und sogar so etwas wie ein digitales jüngstes Gericht. Karma Police, da geht es nicht nur um Abwendung von Einbruchdiebstählen, sondern da wird auch vermessen, was Sie für Musik hören und für Videos anschauen und so weiter und so fort. Es gibt alles Plus- und Minuspunkte. Ja, ich bin der Meinung, das ist es nicht, was wir uns eigentlich vom digitalen Zeitalter versprochen haben. Wir brauchen ein neues Digitalisierungsparadigma, das weggeht von dieser Idee, man müsste die Welt top-down steuern, bis hin zu jedem einzelnen Individuum und stattdessen uns unterstützen, dass unsere Fähigkeiten und Talente bestmöglich zum Einsatz kommen. Also weg von dieser Überregulierung hin zu Systemen, die uns unterstützen, funktionsfähige, gute Entscheidungen zu treffen und so etwas wie Schwarmintelligenz oder künstliche, kollektive Intelligenz auf den Weg zu bringen. Diese Vogelschwärme sind natürlich immer hoch inspirierend, weil wir wissen natürlich, dass diese Selbstorganisation nicht immer zu perfekten Resultaten führt. Aber das kann man jetzt ändern. Ja? Es gibt das Internet der Dinge, mit dem kann man im Grunde genommen die Umwelt detailliert und billig ausmessen. Und damit kann man endlich die sogenannte unsichtbare Hand von Adam Smith zum Funktionieren bringen. Also nehmen wir mal an, wir würden irgendwie Hunderttausende von Gesetzen die uns alle im Weg stehen, abschaffen. Was wäre das, was wirklich wichtig wäre? Na, dass wir uns dabei nicht wehtun, dass wir die Umwelt nicht schädigen, dass wir uns koordinieren irgendwie. Und das kann man jetzt eigentlich auf den Weg bringen. Wir können jetzt die Umwelt vermessen, arbeiten selber an einem solchen System. Und was wir auf jeden Fall brauchen, ist mehr Awareness, mehr Bewusstsein, was die Auswirkungen unseres Handelns auf die Welt und auf andere sind. Und dann brauchen wir Unterstützung
bei der Orientierung, was unsere Optionen sind und Realtime-Feedback, und damit kann man dann letzten Endes tatsächlich Probleme lösen, zum Beispiel Staus auflösen, indem man die Interaktion zwischen den Fahrzeugen verändert. Ja, da muss man nicht von der Verkehrsleitzentrale alles zentral steuern. Wir müssen tatsächlich nur die Interaktionsmechanismen verändern. Nennt man Mechanism Design, kann man auch für Innenstädte machen, wenn man so eine selbstorganisierende Ampelsteuerung entwickelt, wo die Fahrzeugströme die Ampeln steuern statt umgekehrt. Und das funktioniert viel besser als das, was wir heutzutage haben in den Verkehrsleitzentralen. Liegt daran, dass Verkehrsoptimierung ein hochkomplexes Problem ist, was man nicht in Echtzeit lösen kann. Und das heißt, flexible Anpassung und Rücksichtnahme auf die Nachbarn, in diesem Fall Nachbarkreuzungen, führen zu der Koordination, die zu einer hohen Performance führt. Und das könnten wir im Grunde genommen auch in unsere Gesellschaft zustande bringen. Wir nennen das digitale Demokratie. Damit ist nicht die Facebook-Demokratie gemeint, ja, wo ja ziemlich viel Streit ausbricht, sondern ich denke, wir müssen jetzt Plattformen bauen, die uns helfen, das Wissen und die Ideen von vielen zusammenzubringen. Und das ist eine Kunst. Man braucht dafür neue Plattformen, wo man all diese Ideen, das Wissen, die Argumente sammeln kann. Die müssen dann geordnet und strukturiert werden in verschiedene Perspektiven. Und wenn diese Perspektiven ausgearbeitet sind, dann können sich Vertreter von diesen verschiedenen Perspektiven an einen runden Tisch setzen, um dann im Diskurs, kreativen Austausch, innovative, integrierte Lösungen zu entwickeln, die für möglichst viele funktionieren. Warum so? Weil damit viel bessere Lösungen gefunden werden. Das Interessante ist, bei komplexen Problemen liefert es bessere Lösungen, wenn man die beste Einzellösung kombiniert mit einer schlechteren Lösung und vielleicht auch einer anderen schlechten Lösung. Ja? Das ist das Unerwartete, dass diese Kombination zu noch viel besseren Lösungen führt. Ja, das ist das Geheimnis der kollektiven Intelligenz. Diversität gewinnt, also nicht der Beste. Und genau das Gleiche kann man natürlich auch in der Ökonomie einsetzen, damit wir in einer wunderbar blühenden Wirtschaft leben. Will natürlich jeder, auch in Deutschland natürlich, ein Silicon Valley, aber mit einigen Jahren Verspätung bei dieser exponentiellen Beschleunigung der Technologien und Innovationen kann man gar nicht aufholen. Das heißt, wir denken zwar, wir machen Fortschritte, aber relativ gesehen fällt man zurück. Europa braucht also eine völlig andere Strategie. Und zwar, was helfen kann, ist Open Data, Open Science, Open Innovation. Das heißt, wenn wir zum Beispiel nach einiger Zeit, sagen wir 24 Monaten, Daten öffnen, auch Algorithmen öffnen, sodass andere sie auch verwenden können. Und wenn das jeder tun würde, dann würde natürlich jeder enorm profitieren. Ja? Das heißt, die Strategie wäre, neue Gelegenheiten für alle zu schaffen, Menschen zu befähigen, kreativer zu sein, innovativer, bessere Entscheidungen zu treffen, erfolgreicher zusammenzuarbeiten mit anderen und so weiter und so fort. Und das würde kombinatorische Innovation ermöglichen. Also ein Informations- und Innovationsökosystem, so eine Art Sharing Economy 2.0, wo wir uns alle ein- und ausklinken können, wie wir wollen, mit unseren Ideen und Produkten und Services. Und letzten Endes müssen wir natürlich dahin kommen, neben der Sharing Economy eine Kreislaufwirtschaft zu bauen, denn die Ressourcen werden in den nächsten Jahrzehnten auf diesem Planeten immer knapper werden bei der hohen Bevölkerung. Wie schaffen wir das hier, Krieg, um diese Ressourcen zu vermeiden? Ja, im Grunde genommen können wir die Sensoren verwenden, wie sie auch in unseren Smart Devices, in Smartphones zum Beispiel, und diese Geräte miteinander vernetzen und gemeinsam eine Messplattform für die Welt betreiben als Bürgerinnen und Bürger. Wir können zum Beispiel den Lärm in der Stadt ausmessen oder, wenn wir die richtigen Sensoren im Smartphone hätten, auch CO2 und Abfallstoffe und so weiter und so fort. Und dann müsste man dahin kommen, dass es sozusagen Kräfte gibt, die zu einer Wiederverwertung von diesen Abfallstoffen kommen. Wenn die also sich melden würden und sagen würden, hallo, ich bin Glas und ich bin so und so viel wert und oder ich bin Stahl oder Aluminium, dann könnten sozusagen neue
ökonomische Kräfte entstehen, die auf diese Art und Weise die Stoffkreisläufe schließen. Und dann reichen die Ressourcen tatsächlich auch für alle in der Welt. Und damit wir jetzt möglichst schnell Fortschritte machen bei den drängenden globalen Problemen, denke ich eigentlich, können wir diese Idee der Hackathons fortentwickeln. Und wenn jetzt Städte rund um den Globus sich in Städte-Olympiaden engagieren würden und versuchen würden, bessere, umweltfreundliche, energiesparende, klimaschonende, nachhaltige, krisenfeste Lösungen zu entwickeln, auch Frieden. Ja? Wenn jede Stadt das versuchen würde, unter ihrer Beteiligung, unter Beteiligung von Experten, Medien, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, und die Resultate Open Source und Creative Commons wären, also jeder sie nehmen, weiterentwickeln, Services dazu anbieten könnte, dann würden wir doch gemeinsam mit einem Netzwerk von Städten riesige Fortschritte innerhalb von kurzer Zeit machen. Ich schließe damit zu sagen, wir alle verdienen eine bessere Zukunft. Wir alle können die auch haben. Wir brauchen Open Innovation, die Kreislaufwirtschaft, die Sharing Economy, digitale Demokratie. Und wir sind gerade dabei, tatsächlich in ein völlig neues Zeitalter zu schreiten. Vieles wird sich verändern und ich denke, die Erfolgsprinzipien der Zukunft sind diese, wo es um Kooperation geht. Co-Learning, Co-Creation, Combinatorial Innovation, Coordination, Co-Evolution, kollektive Intelligenz. Sind Sie bereit? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Helfer.